Ja, moin moin und hallo zusammen. Im heutigen Video halten wir als erstes mal an. Wir sind nämlich gerade an etwas Besonderem vorbeigefahren, das ihr wahrscheinlich gar nicht so gemerkt habt. Und das muss ich erst noch mal genauer zeigen. Ich lasse den Schlüssel mal stecken. Ich hoffe ja, der Eimer wird hier nicht geklaut. Wir sind, man sieht es hier, Ortsausgang Wannweil in Richtung Wetzlingen. Und die Besonderheit ist dieses Ding hier. Produktenfernleitung steht da drauf. Fernleitungsbetriebsgesellschaft MBH, Betriebsservice Ida Oberstein, FBG. Steht da noch PL, irgendeine Nummer. Ja, steht hier also unmotiviert so ein rot-weißes Ding in der Gegend rum. Und ja, ihr müsst jetzt wahrscheinlich so tun, als hättet ihr den Titel des Videos nicht gesehen. Denn es kann gut sein, dass da schon die Auflösung steht. Oh Gott, das Moped leckt. Nein, keine Sorge, es läuft nichts raus. Ich war gerade beim Waschen. Und der Eimer ist noch ein bisschen nass. So. Gucken, kommen wir hier auch wieder raus. Neues Auto will ich nämlich nicht kaufen. Gebraucht ist auch nicht. Fahren wir jetzt noch einmal rum, damit ihr das nochmal sehen könnt. Genau. Ja, also steht da relativ unmotiviert in der Gegend rum, das Teil. Und was es damit auf sich hat? Darum geht es in diesem Video. Jetzt könnt ihr sagen, naja, das ist doch ein klarer Fall. Das ist einfach eine Pipeline. Ja, aber Pipelines sind ja eigentlich über diese Schilder hier gekennzeichnet, ne? Ich kann nicht so lange anhalten, hier ist eine Bundesstraße, ja. Na, also Pipelines gibt es natürlich überall. Und wie gesagt, normalerweise hat man da diese gelben Pfosten mit irgendwie so einem roten oder gelben DIN A3 großen Blech, Plastikteil obendran. Ja? Ist quasi extra so groß gekennzeichnet, damit man die Pipelines, die werden halt regelmäßig mit dem Hubschrauber abgeflogen und kontrolliert. Ja? Und damit man die aus der Luft quasi auch gut erkennen kann, haben die da diese großen Schilder dran. Ja, das ist ja komisch. Ja? Also wir haben auf jeden Fall halten wir fest, wir haben da eine Pipeline an diesem rot-weißen Ding, ja. Aber offenbar keine normale Pipeline, sondern eine Pipeline, die in irgendeiner Form speziell ist. Ja? Neugierig, wie ich so bin, stelle ich mir bei Pipelines natürlich die Frage, erstens, was fließt da durch? Und zweitens, wo kommt die Pipeline her? Und wo führt sie hin? Und naja, was da durchfließt, das kann ja zum Beispiel sowas sein wie Erdgas, ja? Also zu einem Gaskraftwerk oder zu einem, wenn man eine Wohnung eine Gasheizung hat, das Zeug muss ja irgendwie durch die Gegend transportiert werden. Ja, oder Kerosin beispielsweise. Ja, es ist halt so, dass die großen Flughäfen sind auch alle mit Pipelines angeschlossen. Die haben relativ hohen Kerosinverbrauch. Und das ganze Kerosin kann man ja schlecht mit Tankwagen dahin fahren. Ja, da bräuchte man ein bisschen viele davon. Also haben die halt einfach so eine, sind ja an so einer Kerosin-Pipeline angeschlossen. Oder ganz trivial, auch mal Trinkwasser. Ja? Also gerade so die Region südlich von Stuttgart, das liegt noch im Einzugsbereich der Bodensee-Wasserversorgung. Das heißt, große Teile des Trinkwassers kommen da tatsächlich aus dem Bodensee. Ja? Und der ja doch einiges entfernt ist.
Sprich, da gibt es natürlich auch entsprechende Wasserleitungen dann. Ne? Ja, was gibt es sonst noch? Öl gibt es natürlich. Was gibt es sonst noch für Flüssigkeiten und Gase, die man transportieren kann? Ja, ich weiß nicht, Wasserstoff vielleicht. Keine Ahnung, kenne mich da auch nicht so mit aus. Ja, auf jeden Fall. Gerade diese großen gelben Schilder mit den Markierungen da, was ich vorhin gezeigt habe. Wenn man da mal drauf achtet, dann stellt man fest, dass es die doch relativ häufig gibt. Und in der Tat gibt es auch schlichtweg mehr Pipelines unter der Erde, als man erstmal so vermuten würde. Oh, was ist denn da vorne los? Krankenwagen. Ja, wollen wir mal gucken. So, Krankenwagen ist vorbei. Polizei stand auch da. Und apropos Polizei, ist ganz gut, dass die da hinten stehen und nicht da, wo ich jetzt hin will. Es könnte nämlich sein, dass ich gleich erschossen werde. Ja, genau. Wenn man nämlich hier so durch die Gegend gondelt. Guck mal, da steht auf einmal ein Schild hier vorne. FBG. Das ist ja ein Ding, ja? FBG. Das stand doch auf diesem rot-weißen Pfosten auch drauf. Das ist ja eigenartig. Da würde ich sagen, dann fahren wir doch hier mal lang, oder? Schon so ein bisschen abgekrabbelt, das Schild. FBG, da weiß wieder keiner, was das eigentlich zu bedeuten hat. So, es geht hier also vorbei an so einem... Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, so ein Tierheim oder so. Dann gibt es da vorne schon so ein grünes Schild. Naturschutzgebiet steht da wahrscheinlich, oder? Landschaftsschutzgebiet, okay. Und dann haben wir hier schon das erste Interessante. So, wollen wir mal. Das zeige ich euch doch auch mal. So, dann nehmen wir den Schlüssel diesmal aber mit. Ja, auf dem Video kann man das nicht erkennen, ist wahrscheinlich zu weit weg. Aber ganz da hinten sehe ich schon wieder die Spitze von so einem rot-weißen Ding. Eigentlich hätte ich auch reinfahren können, oder? Naja. Und ja, Fernleitung. Fernleitungsbetriebsgesellschaft. Betriebsverwaltung Süd, Ida Oberstein, steht da schon wieder. Also da ist so ein rot-weißes Ding. Und offenbar geht die Leitung hier drunter her. Und das ist, keine Ahnung, so eine Art Kontrollschacht oder so. Oder weiß ich nicht. Vielleicht ist auch keine Pipeline, sondern Elon Musks Hyperloop oder so, was hier drunter lang geht. Was aber auffällt ist, das Ding ist eingezäunt. Und das Gras ist frisch gemäht. Und dann hat sie auch noch so eine schöne Zufahrt. Ja, also offenbar scheint das irgendwas Kritisches zu sein, ja? Sonst wäre da ja nicht so ein Zaun drum. Ja? Eigenartig. So, da sind wir wieder. Dann fahren wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Als nächstes steht hier ein Schild: Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Gut, ist eine GS. Landwirtschaftlicher Verkehr ist gegeben, würde ich sagen. Was hier ein bisschen eigenartig ist, wo das ja irgendwie so ein vermeintlicher Waldweg ist. Ach guck mal, da steht schon wieder eins von diesen rot-weißen Dingern. Ja, obwohl das hier so ein vermeintlicher Waldweg ist, dass alles asphaltiert ist und nicht irgendwie Schotter oder so.
Das heißt, offenbar führt die Straße zu irgendetwas Interessantem hin. Ja? Ja, und da vorne rechts sehe ich schon das nächste von diesen rot-weißen Dingern. Ich sage immer Dingern, wie nennt man die denn hier richtig? Stangen, Poller, Kennzeichnungs-, Markierungs-Dingern? Ich weiß gar nicht genau. Wie nennt man sowas? Stäbe? Nee. Brennstäbe, okay. Das kann sein. Vielleicht wird da irgendwie flüssiges Uran durch die Republik gepumpt oder so. Das muss es eigentlich sein, habe ich in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen. So, gucken. Also hier war ich jetzt auch noch nicht, ja. Von daher, wie gesagt, vielleicht werde ich auch gleich erschossen. Aber ich denke, wir fahren einfach mal da weiter, wo es hier asphaltiert ist. Und wir fahren hier ein bisschen den Berg rauf. So, und hier scheint es also spannend zu werden. Ja, da ist wieder dieses rot-weiße Ding. Und da sind jetzt hier FBG. Oh, da ist auch einer, der kontrolliert. Mal gucken, vielleicht fahren wir auf der Rückfahrt. Gucken wir nochmal etwas genauer. Der Rasen ist gemäht. Militärischer Sicherheitsbereich. Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Aha, ist hier Militär. Deswegen ist auch alles so komisch doppelt eingezäunt. Da hinten gibt es auch noch was. Das ist ja interessant hier, ja. Guck mal, mit so zwei Zäunen und dazwischen, das ist ja wie an einer ex-innerdeutschen Grenze, ja. Das ist ja unglaublich, ja. Also Sachen gibt es, ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie ich hier noch weiterkomme. Ja, genau. Und hier... Genau, hier hört der Asphalt auf und ich habe natürlich vorher auf der Karte geguckt, also geradeaus weiter gibt es jetzt nichts Spannendes mehr. Das Gelände zieht sich da halt irgendwie noch 500 Meter nicht, aber vielleicht so 100 Meter nach unten. Und auch hier militärischer Sicherheitsbereich, unbefugtes Betreten verboten. Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Der Standort Älteste. Also das finde ich ja auch ein komisches Konstrukt, ja. Der Standort Älteste. Naja. Ja, ansonsten ist das so ein bisschen unklar. Richtig viel kann man nicht sehen. Aber hier sieht er schon, unter der Erde muss hier irgendwas sein. Und da oben ist ein Zugang. Sieht aus wie so ein Vorratsbehälter. Und es geht jetzt irgendwie wirklich eine ganze Weile hier weiter in diese Richtung. Und da ist ein großes Areal. Kann man so auf Luftaufnahmen kann man das dann erkennen, wo überall diese unterirdischen Tanks sind. Ja? Und das macht ja auch Sinn. Ja? Also die Pipeline führt hierher und das ist, hier wird offenbar, kann man hier Sachen aus der Pipeline ausleiten oder in sie hineinleiten. Etwas eigenartig finde ich, dass das so auf dem Berg ist. Also erscheint mir jetzt irgendwie komisch, weil das Zeug muss man irgendwie ja einen Berg raufpumpen. Und wir sind ja auch wirklich oben auf dem Berg. Also um uns rum geht es quasi wieder runter vom Berg. Guck mal, da ist auch so eine kleine Baracke, wo irgendwie Leute da übernachten können oder was auch immer. Und dann gibt es hier noch so lauter andere Schilder. Aber wir gucken einfach mal. Aha. Sicherheitsschuhe tragen, Schutzbrille. Kein Feuer machen, Explosionsgefahr, kein Handy verwenden. Mhm. Explosionsgefahr steht da auch überall am Zaun. Ja, komisch. Komisch, komisch. Jetzt habe ich zu Hause schon mal ein bisschen geguckt und wie üblich, was ich jetzt erzähle, das ist so ein bisschen aus dem Gedächtnis jetzt heraus. Also ich sitze jetzt hier nicht vor Wikipedia, sondern auf dem Moped. Aber tatsächlich ist es so, als ja militärische Einrichtung, habt ihr ja gesehen, und durch diese Pipelines wird Treibstoff transportiert. Unterschiedliche Arten von Treibstoff. Das kann so eine Spezialvariante von Kerosin sein.
Das kann Diesel sein und irgendwie noch zwei, drei, vier andere Varianten in dieser Art. Und das wusste ich gar nicht, das ist bei dieser Pipeline so, bei anderen Pipelines denke ich genauso. Es ist auch, man kann quasi dieselbe Pipeline für unterschiedliche Flüssigkeiten verwenden. Ja? Da kommt irgendwie so ein also du kannst quasi erst Öl pumpen ein Stückchen und dann danach tust du irgendwie Kerosin rein, ja, und danach wieder was anderes, ja. Und man kann das dann am Ende der Pipeline, kann man sozusagen die Flüssigkeiten wieder auftrennen. Also während die da durchfließen, vermischen die sich nicht. Keine Ahnung, irgendwie fancy Geschichte auf jeden Fall. Ja. Und ja, dadurch ist die Pipeline jetzt aber doch noch nicht so was Besonderes. Ja. Ich meine, Treibstoff, hatte ich ja gesagt, zu Flughäfen, Kerosin oder so, wird ja anderweitig auch durch die Gegend gepumpt. Ja. Ja, und hier ist es so, dass es handelt sich um die sogenannte NATO-Pipeline. Und dafür müssen wir erstmal so ein bisschen über die NATO sprechen. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was soll das denn? Ich habe das Moped vor einer Stunde gewaschen. Ja? Außerdem habe ich hier meine Sommerklamotten an. Nichts ist regendicht. Und jetzt fängt es hier an zu regnen, oder was? Ist das die Strafe, weil ich da jetzt geguckt habe? Das kann ja wohl nicht sein, ja? Militäranlage von meinen Steuergeldern bezahlt. Da kann ich mir das ja wohl auch mal angucken. Ja? Na schön, also die NATO. Ja, jetzt gehe ich mal davon aus, alle wissen so ungefähr, was die NATO ist. Ja? Ich weiß das natürlich auch, gerade als Kind der 80er Jahre, Kalter Krieg und dergleichen. Ja? Da kennt man sich ja schon ein bisschen aus. Und ja, ich kann mich noch erinnern, als wir das in der Schule hatten, als ich noch jünger war, als man das noch nicht so realisiert hat, das war so ein bisschen so, naja, es gibt irgendwie NATO und Warschauer Pakt. Das sind Militärbündnisse und wenn man da jetzt irgendwie angegriffen wird, dann hilft man sich da gegenseitig oder so, ja. Okay. Und das ist mir dann erst in späteren Jahren, habe ich dann wirklich realisiert, was das eigentlich bedeutet, ja. Und das Bedeutendste der NATO ist, glaube ich, dieser Bündnisfall oder die Beistandsverpflichtung oder wie man das genau nennt. Ich hoffe, man sieht noch was. Die ganze Kamera richtet natürlich auch voll. Ja Gott, nochmal. Und diese Beistandsverpflichtung bedeutet also, ja genau, überhol mich schon ruhig mal. Ach hier, im Cabrio. Ja, das weiß ich auch, warum man es eilig hat. Ja, da würde ich sagen, der wird hier wohl auch ein bisschen nass. Naja. Ja, diese Beistandsverpflichtung bedeutet, wenn jetzt irgendein NATO-Mitgliedsland angegriffen wird, also meinetwegen, wer ist ein NATO-Mitgliedsland? Belgien oder so? Ist Belgien NATO-Mitglied? Wahrscheinlich schon. Wir tun einfach mal so, als ob. Also wenn Belgien angegriffen wird, dann werten das alle NATO-Mitglieder, auch Deutschland, so, als wären sie selbst angegriffen. Ja, also dann ist eben nicht Belgien im Krieg, sondern Deutschland automatisch auch. Ja? Und sag mal, damals in der Schule dachte ich immer, naja, okay, man liest das so, ja, und dann denkt man sich, naja, das steht halt so auf dem Papier, aber, ja, oh mein Gott, ne. Und in den letzten Jahrzehnten kann ich mich jetzt an zwei Situationen erinnern, wo diese Beistandsverpflichtung in der Diskussion war. Das eine war damals, als der Golfkrieg war. USA hatte irgendwie Kuwait, der Irak ist in Kuwait rein und weil Kuwait aber das ganze Öl hat und so, das war irgendwie doof und dann deswegen ist die USA dann nach Kuwait rein, in Irak rein, irgendwie so. Ging auf jeden Fall auch ums Öl, ja, da sind wir wieder bei der Pipeline.
Naja, und also ist klar, es war irgendwie, die USA sind im Krieg mit dem Irak, und zwar, ne, also so richtig, ja, nicht nur so, so ein bisschen auf dem Papier. Und da hat die USA auch gesagt, naja, also hier, wir sind da im Krieg, und damit ist natürlich automatisch, sind alle NATO-Mitglieder im Krieg. So auch Deutschland, und Deutschland jetzt, ne, sieh mal zu, dann schickt da auch mal ein paar Leute darunter, ja. Und da ging es ja dann so ein bisschen hin und her. Gerhard Schröder, damals Kanzler, Schröder hat gesagt, nein, 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 wir beteiligen uns da ganz und gar nicht. Und das hat da schon ein bisschen Knatsch gegeben, weil eigentlich war so ein bisschen unklar, ob das überhaupt geht, dass man sich dann da rausziehen kann und sagen kann, oh nee, das ist ja die USA, die da Krieg führt, wir haben damit ja gar nichts zu tun. Und ja, später gab es dann nochmal eine Diskussion, das ist jetzt noch nicht ganz so lange her, rund um das Thema Türkei und Umgang mit Kurden und Syrien und so weiter. Ja. Und da ist es ja so, dass die NATO, die Türkei ist auch NATO-Mitglied. Ja, ist zwar kein EU-Mitglied und so, ja, aber eben doch NATO-Mitglied. Ja, und die Türkei hat natürlich gesagt, naja, sie sind ja irgendwie im Krieg mit dem Kurden, und damit, liebe USA und Deutschland und so weiter, ihr halt dann auch, ja, und steht uns gefälligst bei, ja, so wie es im Vertrag steht. Also da gab es auch einige Diskussionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Mechanismus da ist, ob es da einen Automatismus gibt oder ob der erstmal so dieser sogenannte Bündnisfall dann ausgerufen werden muss offiziell. Keine Ahnung. So, also das ist das eine. Ne? Also die NATO ist nicht irgendwie so, ja, nice to have und ja, Bündnisfall, und wenn da was ist und so, Militär, man arbeitet halt so ein bisschen zusammen, ja. Sondern das ist schon eine, wie soll ich sagen, ein Bündnis bis aufs Äußerste, ja. So. Und dadurch kam ja auch die Macht der NATO zustande, ja? Weil jedem klar war, wenn ich ein NATO-Mitgliedsland angreife, dann habe ich sofort Krieg mit USA, ja. Und nicht nur irgendwie so formell und sondern tatsächlich auch in der Realität. Ja. So, jetzt gibt es die NATO ja schon lange. Und im Lauf der Jahrzehnte sind da natürlich zwischen den Ländern auch gemeinsame Strukturen aufgebaut worden. Ja? Weil eben klar war, es ist ein Militärraum. Ja? Und dazu gehört eben, dass man so austauschbare Waffensysteme hat, dass man gemeinsame Kommunikationsplattformen hat, dass man ja so Command-and-Control-Strukturen eben übergreifend hat über die Länder, dass das halt wirklich nicht ein loser Zusammenschluss einzelner Armeen sind, wo jede Armee für sich selbst ihr Ding macht, ja, sondern in Wirklichkeit ist das tatsächlich eine große Armee mit austauschbaren Standards und Techniken und ja, Befehlsstrukturen, wie soll man sagen. Ich war nicht beim Bund, ich kenne mich da nicht so aus. Aber das merkt er ja schon. So, jetzt, wo war ich stehen geblieben? Genau, eine gemeinsame große Struktur. Und was man jetzt in Mitteleuropa gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, und das wird, glaube ich, auch noch weiter ausgebaut, ist, dass man so einzelne Mitgliedsländer und zentrale Militärstandorte hat man untereinander über diese NATO-Pipeline verbunden. Ja? Das heißt, wenn jetzt wirklich Krieg ist, ja, und diese ganzen Panzer und Autos und Flugzeuge und so, ja, was brauchen die denn? Richtig, die brauchen Treibstoff, ja. Weil ohne
Benzin, Diesel, Kerosin, läuft da halt nichts, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und deswegen hat man diese Pipeline-Struktur aufgebaut. Die zieht sich also ja, die durch ganz Mitteleuropa mit einigen Verästelungen. Ja, also es ist nicht so eine einzelne Pipeline, sondern es ist so ein ganzes Netz. Und man kann, wenn man sich das Netz anguckt, dann sieht man da auch keine Staatengrenzen mehr. Ja, das ist wirklich eine große Struktur. Und ja, das hier ist eben ein Stück dieser NATO-Pipeline. Und auf dem Berg, da ist so ein Treibstofflager. Ja, da liegen also noch und nöcher ist da Treibstoff gelagert. Und ja, das hat man so quasi an mehreren Stellen der Pipeline, dass man immer diese Lager da hat. Ja, und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis. Diese Firma, die da genannt ist, FBG, oder wie hieß der Name? Ist der Name schon wieder entfallen? Das ist eine Firma, die dafür beauftragt ist, diese Pipeline zu warten und funktionsfähig zu halten. Ja. Ist, glaube ich, eine Privatfirma im Staatsbesitz oder irgendwie so ein komisches Mischkonstrukt, weiß nicht genau. Hab mal geguckt, die haben, glaube ich, 300, 400 Mitarbeiter oder sowas. Also ist jetzt keine Geheimdienst-Deckfirma oder sowas. aber ist halt, ja, die haben halt, sag ich mal, einen interessanten Auftraggeber, ja, und eine interessante Mission an der Stelle, ja. Und sind dann ja auch offenkundig in diesen militärischen Sicherheitsbereichen da unterwegs. Ja, das fand ich doch mal ganz interessant. Ich habe das zufällig entdeckt, als ich mit dem Finger auf der Landkarte unterwegs war. Ich mache das ab und an, um zu gucken, ob es irgendwo interessante Stellen gibt, wo man hinfahren kann. Und hatte eben gesehen, im Luftbild, mitten im Wald, auf einmal so eine komische Struktur. Ich denke, hä, was ist das denn, ja? Dann dieser Firmenname, bisschen rumgegoogelt, ja, und so kommt man halt von einer Seite auf die andere. Landet da natürlich auch bei vielen Seiten, die jetzt so im linken Lager sind. Gibt hier auch alle Jubeljahre mal irgendwelche Demonstrationen dann an diesen Pipelines. Und ich fand es einfach mal ganz interessant, zumal ich ja vor einigen Monaten auch hier in der Gegend mal an so einem Militärstandort war, wo damals die Atomsprengköpfe eingelagert worden sind. Ja? Das war auch so ein Ding. Ich fahre irgendwie durch die Gegend rum, auf einmal ja, so eine breite Betonstraße, große Tore, dahinter militärische Bereiche. Ich denke dann, du, was ist hier denn los? Ja, mitten im Niemandsland, nichts ausgeschildert, gar nichts. Ja, stellt sich raus, da lagen mal die Atomsprengköpfe. Und hier ist eben so ein wirklich eins der großen, wichtigen Treibstofflager der NATO. Was mich so ein bisschen irritiert an dem ganzen Thema ist, dass ich vorher nicht wusste, dass es diese Pipeline, diese NATO-Pipeline gibt. Ja? Eigentlich hätte ich erwartet, dass ich sowas in der Schule gelernt hätte. Und ich habe es schon angedeutet, also in der Schule, das war so, naja, NATO ist halt irgendwie so ein Militärbündnis und ja, okay, erledigt, nächstes Kapitel. Ja? Aber so, was so die wahre Bedeutung der NATO ist, das ist nicht, zumindest in der Schule, nicht klar geworden. Ja, ich meine, wie gesagt, ist mir jetzt nicht durch diese Aktion hier erst bewusst geworden, wusste ich durchaus schon vorher, ja. Aber, und wenn man so drüber nachdenkt, ist ja auch klar, ne? Krieg, Treibstoff braucht man, Pipeline braucht man, Lager braucht man. Ja, und dann baut man eben solche Strukturen auf.
Ja, wie geht es mit der NATO jetzt weiter? Weiß ich auch nicht so genau. Also ich meine, das Gewicht der NATO in den ganzen Jahrzehnten ist dadurch zustande gekommen, dass sich alle Mitgliedsländer ohne Wenn und Aber zu dieser Beistandsverpflichtung bekannt haben. Gesagt haben, ja, im Fall des Falls, dann machen wir das auf jeden Fall auch so. Ja, aber ich hatte ja schon zwei Beispiele genannt, wo das dann so ein bisschen aufgeweicht wurde. Und ja, wenn man die Macht der NATO hängt natürlich an der Position der USA. Und zumindest unter Trump sagt die USA, naja, NATO, ihr könnt mich alle mal. Wir machen hier unser Ding, was interessieren mich irgendwelche anderen Staaten. Ist ja zurzeit auch in der Diskussion, ob da größere Standorte in Deutschland zugewacht werden. Aber das sind dann eben nicht nur Soldatinnen und Soldaten, die abgezogen werden, sondern das sind eben dann teilweise ganz zentrale Command- und Kontrollstrukturen der NATO. Ja. Also ist ja bekannt, dass von Rammstein aus beispielsweise es ist nicht die Drohne, die mordet, es ist der Soldat am Knopf, der mordet. So. So ist korrekt. Auf jeden Fall, die Leute sitzen halt in Rammstein. Und Stuttgart hat auch eine riesige US-Präsenz, also da muss auch irgendwas Zentrales sein. Und ja, eben, wenn ich jetzt sage, hier, ich ziehe die Leute alle ab, dann funktioniert beispielsweise eben auch so ein Treibstofflager nicht mehr, was dann durchaus ja, zentral ist für das gesamte, für, wenn ich sagen alle, aber für viele andere Standorte in ganz Europa. Ne? Naja. Also ihr merkt schon, ja, ob das jetzt alles eine gute oder eine schlechte Sache ist, das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Ja. Kann man wie viele Sachen vermutlich unterschiedlich sehen. Darum geht es mir natürlich auch gar nicht hier. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Von der Schusswaffe hat keiner Gebrauch gemacht. Ja. Mal gucken, was ich für einen Videotitel nehme. Je nachdem, schöne Grüße an an die Geheimdienste dieser Welt. Ihr könnt ja auch einfach mal abonnieren und gucken, was ich sonst noch so erzähle. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.